vortragen. Eine erste Zeichnung, an die ich mich erinnere, die habe ich jetzt rekonstruiert gestern und die habe ich mit 5 Jahren gemacht. Und zweitens, Sie wissen vielleicht, worum es sich handelt bei so einem Ding, wenn der Buchstabe und Bildchen zusammenstehen. Es geht um ein Bilderrätsel, um einen Rebus. Diese Rätsel waren in der PNP immer in der Zeitung drin. Mein Vater hat beim Mittagessen die Rätsel gelöst und dann weitergegeben an uns 4 Kinder, wie ich das letzte. Und die anderen haben ja, das ist ganz schnell gekommen, bei mir hat es immer länger gedauert. Und mir ist aber dann Folgendes eingefallen. Ein Lösungswort, man muss ja so ein Lösungswort aus den Bildern rausholen. Und habe es rumgebracht. Und da ist mir dieses eingefallen. Ah, das habe ich schon gekonnt. Und dann hier, da muss man wissen, das ist der Dom. Weil wir haben da gewohnt, rechts daneben, da bin ich aufgewachsen, genau in dem Haus, neben der Dom, die Dompost, die da zusammen an den Dom angebaut war, Garten dahinter, das ehemalige fürstbischöfliche Gästehaus, haben wir armen Postler dort gewohnt. Das waren Postwohnungen, günstige. Und auf jeden Fall. Dom, Dompost, hier, ich. Und da zeichne ich das gerade. Sie haben es schon rausgekriegt, Sie haben es schon gehört, den Dom. Einfach. Atombombe. Ja, Atom, aber es ist ja ist, Atombombe. Und das hat sich bei mir eingeprägt, weil das ein großer Erfolg in der Familie war. Ich war stolz. Gut.